Größe ist Größe. Hier, da müssen wir zweimal abfragen, nicht? Jo, etwas? Ich habe noch nicht viel beigetragen, weil ich weg war. Aber es war interessant, auch zuzugucken, was die einzelnen Gruppen gemacht haben. Und ganz besonders gespannt war ich also bei Ludmilla, weil ich das tschechische Essen besonders liebe. Super. Nie mogłam cały czas być, bo musiałam wyjechać. Fajnie było też podglądać ein bisschen kicken, gucken. Kicken auf Holländisch, nie? Gucken. Ja. Und deshalb kann ich sagen, was mir besonders gefiel, to, to podobało się praca pani Ludmiły, bo bardzo lubię czeską kuchnię. Ja. Brawo. Okay. Und da, was sagen die nächsten Köche, das Ehepaar? Bitte sehr. Wer übernimmt das Wort? Zunächst möchte ich mich beim Koch bedanken für die Vorbereitung, die Zutaten, das waren alles super Zutaten, man konnte gut was tun damit. Chciałbym podziękować tu panu kucharzowi za przygotowanie tych wszystkich produktów, które przyjechały, bo było łatwiej, i super. Alessia, danke bardzo. Und leicht, sagen wir. Ich finde leicht. Jeszcze pani mówi, że bardzo jej się spodobały dania rybne. Były lekkie, czyli smaczne, a ja dodałem jeszcze takie lekkie, na pewno lekkostrawne. Das war in einem Dampfofen gemacht, ja, Dampfer. Czyli były w pieczu konwekcyjnym robione. Potrawy nie mogą być skomplikowane. Ja, in der Küche sagt der Koch, die Gerichte sollen nicht kompliziert sein. Oder sollten nicht kompliziert sein. Einfach. Und geht das gut. Prostota oznaką doskonałości. Ja. Das ist so ein Spruch, also wenn etwas einfach ist, dann ist das ideal, nicht? Okay, Brigitte. Ich muss mal so ein Gedanke, es ist auch interessant, weil ich das auch schon mitgemacht habe, wenn man, ich sag mal Forelle, jedes Land die Forelle so zubereitet nach ihrer Art, ja, dann ist das auch nochmal so ein bisschen... Bardzo ciekawe było oglądanie Pstrąga. Każdy kraj go robi na swój sposób. Bardzo się pani podobało przygotowanie Pstrąga. Ja. A co powie jeszcze nasza grupa blisko siedząca, bo pomagały na każdym froncie. Sie haben geholfen, habe ich gesehen, so überall waren so fleißig.